Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Interview am Start und zwar habe ich mit Kenneth Kronholm gesprochen. Kenneth, für alle die ihn nicht kennen, ist mit 15 zum Fußball gekommen, mit 17 zum SV Waldhof Mannheim gewechselt, mit 19 zu VfL Wolfsburg und dann ging das Ganze relativ, na, wie man sagen, stetig bergab. 2011 hat er dann schon eine Karriere als Schuhverkäufer im Hinterkopf gehabt. 2012 kam dann doch noch Wende zum Guten und Kenneth Kronholm spielte für den SV Elversberg, Holstein Kiel und schlussendlich sogar Relegation für die erste Bundesliga. Im Video heute sprechen wir über den ersten Teil seiner Karriere, wo es nicht ganz so lief. Mir bleibt nicht viel mehr übrig, als euch viel Spaß damit zu wünschen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Bis dann und haltet die Ohren steif. Schön, dass es geklappt hat. Das ist auf jeden Fall krass. Ich habe mir, wie gesagt, deine Vita in transfermarkt.de und Fupa und was es so alles gibt, die habe ich mir einfach nochmal angeguckt und habe gedacht, ey, ich muss dich kontaktieren, weil es einfach so krass ist. Ich hätte auch gesagt, wir fangen direkt an. Ich zeige dir gleich mal ein Bild. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das teilen kann, einen Bildschirm freigeben kann. Hoffentlich nicht. Warte mal, was sind wir? Das Internet vergisst nicht auf jeden Fall. So, Bildschirm freigeben. Ja, in Regensburg, Gegner, keine Ahnung. In dem Spiel habe ich auf jeden Fall ein Kopfballtor gemacht. Was, du hast ein Kopfballtor gemacht? Das ist kein Spaß. Nee. Aus diesem Spiel pickst. Du wusstest das. Ich dachte, du, als ich die Trikots gesehen habe, dachte ich, wo bin ich vorne im Sturm? Wo mache ich gerade das Tor? Weil da gibt es ein Bild, wo ich genau den Ball treffe. 94. Minute oder sowas. 1-1. Nein. 100%, dass ich nein, das weiß ich nämlich, weil ich einfach ein gelbes Trikot an hatte. Da war nicht mal ein Jahr in Regensburg Wappen drauf. Die Hose war von mir, die Stutzen waren von mir. Das ist mit der zweiten Mannschaft von Jahn Regensburg. Mit ja, Schal hier im Winter. Das ist korrekt. Also zweite Mannschaft Regensburg, Jahn Regensburg stimmt. Und zwar war das gegen, ich habe es mir notiert, Saison 2010, 2011, am 6.3.2011. Ihr habt verloren 2-1. Also du hast tatsächlich krass viele Spiele für Jahn Regensburg gemacht. 2-1? Ja, das war das mit Kopfballtor, war das nicht. Das Kopfballtor hat nicht gezählt. Offensivfoulspiel, stimmt. Oh. Das reiche ich dir nach. Das ist 100% die Wahrheit. Also wir sind jetzt 2 Minuten jetzt drin und du kommst direkt mit solchen Aussagen, so dass du Kopfballtor gemacht hast. Worauf ich raus will ist, das war eigentlich ein ziemlich, ich sag mal so, beschissenes Jahr auf jeden Fall für dich, wenn man das liest. Ja? Und wenn man das liest, warst du 2 Jahre vorher in Rostock und ein Jahr danach warst du vereinslos. Das heißt also, du bist irgendwie von zweite Liga, Bundesliga-Kader in die Landesliga-Mitte irgendwo zu Regensburg gekommen, wo es wahrscheinlich auch eher Richtung erste Mannschaft gegangen wäre. Und ein Jahr später warst du beim VfR Mannheim und vereinslos danach. Also das ist ja wirklich, wie soll ich sagen, das ist auf jeden Fall ein kometenhafter Abstieg. Ich sag's mir so, so sieht's aus. Weißt du, also es ist ja immer schwierig. Du liest ja sowas und dann ist es so. Das ist auch so, ne? Also ich habe das, ganz kurz, ich mach mal hier schnell die Tür zu. Eine Sekunde. So, jetzt bin ich wieder da, sorry. Und zwar, das war eine verrückte Zeit. Ne? Ich mach dich mal wieder auf groß, weil sonst gucke ich immer auf dieses Bild. Ach so, ja, warte mal, ich muss das auch, ich mach's gleich weg, dass wir wieder so drin sind. Ja, jetzt habe ich. So ist besser, ja. Genau. Und zwar, Jahn Regensburg, es war wirklich, es ging wirklich Richtung erste Mannschaft. Da stand Michael Hofmann, Legende, noch im Tor. Und ich weiß nicht, ich glaube, der war 39, 40 und Jahn Regensburg hat dann quasi den Nachfolger gesucht. Ich kam im Winter, weil ein Wechsel in die Major League Soccer damals nicht geklappt hat. Ne? Ich kam von Waldhof Mannheim und habe mir bei Waldhof, wollte ich mich fit halten und habe im Vertrag gehabt, dass ich im Winter ablösefrei in die MLS wechseln darf. Ne? Mhm. Dann hat aber dieser Wechsel aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und die einzige Option war dritte Liga, dann ja in Regensburg. Ne? Und ich dachte, ich mache das jetzt ein halbes Jahr schon, ich wechsle da vorher hin und nicht erst im Sommer und kann mich da zeigen, damit der Verein ab Sommer dann mit mir planen kann. Ne? Markus Weinzierl, Trainer, supergeiler Trainer. Mhm.
ich kam neu, mir wurde erst gesagt, du langsam ans Team heranführen und war zweiter, dritter Mann. Und dann kam Fasching. Deswegen auch zweite Mannschaft Regensburg, ne? Kam Fasching und der Trainer meinte, oh, das war unter der Woche, ich hatte Besuch von zu Hause, von Heidelberg und wusste, dass ich am Wochenende definitiv nicht im Kader bin und war dann länger als 10 Uhr unterwegs und treffe den Trainer. So, Markus, wenn du das hier siehst, ne, jetzt können wir drüber lachen. treffe den Trainer mit einer Augenklappe noch auf, irgendwie als Pirat verkleidet. Ja, du oder er? Denk, oh, nee, das kann jetzt nicht sein. Nee. Okay, das ist natürlich, und dann, ist natürlich heavy. Am nächsten Tag morgens im Training hat er mich natürlich direkt in die Kabine gerufen und gesagt, ja, die nächsten zwei Wochen muss ich dich leider zur zweiten Mannschaft runterschicken. Und in dieser Zeit, zweite Mannschaft, kam dieses Bild dann zustande. Krass, krass. Also es ist, ich weiß nicht, wie halt dann lachen, ne? Ja, das ist aber krass, also wie valide dann, also wie krass es ist, wenn du jetzt guckst, du warst ja in Rostock vorher, ich habe jetzt auch schon mich ein bisschen eingelesen, Rostock war jetzt auch nicht so glücklich, wobei man natürlich denkt so, hey, Rostock, krass, zweite Liga, erste Liga, und dann kommst du nach Regensburg und dann musst du Landesliga Mitte spielen und wenn diese Daten hier stimmen, hast du irgendwie in der Zeit, wo du dort warst, 12 Spiele gemacht in der Landesliga, du warst quasi Stammtorhüter in der Landesliga, so von Kader in Bundesliga, Stammtorhüter zweite Mannschaft beziehungsweise Landesliga halt und ja gut, dann ging es ja weiter nach Mannheim, ne? Auch zum VfR Mannheim. VfR Mannheim, ja. Und das ist natürlich, also das ist ja Oberliga gewesen, da warst du ja als Profi in Anführungszeichen, da war doch ausgeprofit oder wie war das dann, also der Wechsel? Ja. Also für mich mental war das eigentlich nie irgendwie ausgeprofit, aber wirklich, als es dann zum VfL Mannheim ging, da lief gar nichts mehr zusammen. Habe mich dann irgendwie auch nochmal verletzt an der Plantarsehne, Fußsohle, hatte 4 Monate nicht spielen können, dann kein Geld mehr bekommen, habe sowieso wenig Geld bekommen, fast gar nichts. Nur ich habe halt hab den Wechsel gemacht, weil ich in Kenan Kocak vertraut habe, im Endeffekt. Und das war für mich immer noch die richtige Wahl. Ich bin immer noch in Kontakt mit Kenan. Und er hat seinen Weg gemacht und ich habe, Gott sei Dank, habe ich meinen Weg auch gemacht. Deswegen kann ich jetzt easy über diese Zeit sprechen, aber es war schwierig, weil VfR Mannheim hatte wirklich nicht mehr viel mit Profi zu tun. Ne? Und das war aber trotzdem für mich so ein Zeitpunkt in der Karriere, wo ich gesagt habe, ey, entweder es ist jetzt vorbei oder du reißt jetzt nochmal richtig den Arsch auf und guckst, was du noch nach oben hin machen kannst. Ne? Und ja, also ich hatte trotz diesen 4 Monaten Verletzungspause, hatte ich trotzdem ein gutes Gefühl durch Kenan auch bekommen, dass ich zu mir gesagt habe, ey, ich versuche es jetzt nochmal irgendwie Regionalliga, dritte Liga mit einem Probetraining oder sowas und muss wieder kleine Steps machen, ne? Um nach oben zu kommen. Okay. Und das hat Gott sei Dank geklappt. Das hat Gott sei Dank geklappt dann. Also man muss ja schon sagen, das klingt ja auch vorher schon extrem abenteuerlich. Da sind ja krasse Sachen passiert. Also wenn du das liest, du gehst mit, wenn wir ganz vorne anfangen, jetzt mal ganz kurz, wir spielen es einfach mal kurz, du gehst mit 15, gehst ins Fußball, mit 17 wechselst du zum Waldhof, mit 18 bist du zu gut für den Waldhof und gehst nach Wolfsburg? Oder nee, das stimmt nicht ganz. Ich weiß ja nicht, wo du deine Quellen daher hast. Ja, keine Ahnung, was halt so im Internet steht, ne? Ja, also ich habe halt... Das ging wirklich schnell. Ja, von Oftersheim nach Mannheim und von Mannheim dann direkt nach Wolfsburg. Zum großen VfL Wolfsburg, wo das ja damals noch gar nicht so war wie heutzutage. Ne? Mit so Fußball, Internaten und was weiß ich was. Also wie ist denn das da gelaufen, der Start zu Wolfsburg? Also war das dann tatsächlich so, dass du auf einmal da warst und VW-Sponsor und auf einmal einen Profivertrag bekommen direkt? Oder wie war das da so? Das war kurios, weil eigentlich hat es damit angefangen beim Waldhof. Also das ging ja wirklich, wie du schon sagst, mit Waldhof schon richtig schnell. Weil ich bin nach Oftersheim, ich habe vorher immer Handball gespielt, durfte nie in einen Verein eintreten. Dann habe ich es dann doch irgendwie geschafft, nach Oftersheim zu kommen. Und da war dann irgendwie der Wechsel gerade mit, beim Rückpass den Ball nicht mehr in die Hände nehmen zu dürfen. Ne? Und 2 Jahre später habe ich dann
mit Waldhof Mannheim schon in der höchsten Spielklasse gespielt, was man als Jugendlicher dann spielen kann gegen Bayern und so weiter. Und anderthalb Jahre zuvor wusste ich nicht mal, was Abseits ist, ne? Im Endeffekt. Jetzt blöd erzählt. Würde es ja Aber heute es niemals mehr ging. geben, so eine Situation, ne? Also das ist ja krass. Heute werden ja die Ja. 10-jährigen Kinder schon rekrutiert, ne? Also es ist ja Genau, crazy. die relativ früh schon weggezogen, dann gesichtet, gescoutet und so weiter. Und beim Waldhof war dann immer ein Bayern-Scout, der für den FC Bayern gescoutet hat. Und der fand mich immer interessant. So, aber dann hat ein anderer Torwart gerade schon für den FC Bayern unterschrieben. Und er wollte mich eigentlich trotzdem nach Bayern holen, war aber kein Platz mehr frei. Aber dieser Bayern-Scout hatte noch super Connections nach Wolfsburg. Und da kam ich dann Gott sei Dank unter. Okay, So ging das dann okay. auch wieder ruckzuck, haben Probetraining da gemacht und hat auch wirklich 2,5 schöne Jahre in Wolfsburg. Es war für mich wirklich Top-Niveau, habe gegen Gegner gespielt. Ich bin heute immer noch in der Bundesliga, habe viele Leute kennengelernt, die ich heute immer noch, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Und da ging es los mit dem Profitum, genau. Okay. Ich sag mal, die Zeit zwischen Wolfsburg und Jahn Regensburg, die wird jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja, das ist auf jeden Fall, ich blende es auf Lass jeden mal Fall weg. hier ein. Wir lassen es einfach weg. Wenn du jetzt irgendwo rechts sehe ich ein Fenster, nur als Beispiel, wenn du da jetzt rausschaust aus dem Fenster und denkst einfach dran an deine so Fußballerkarriere so, hast du eher wahrscheinlich gute Erinnerungen. Und denkst du drüber nach, ich bin jetzt hier, weil ich Fußball spielen kann, oder was denkst du so, wenn du mal Zeit hast und ein bisschen drüber nachdenken kannst? Ich hab auch oft das Thema mit meiner Freundin gehabt, ne? So mittlerweile Verlobte, darf nicht mehr Freundin sagen, dass wir oft über meine Karriere gesprochen haben, wie das damals alles gelaufen ist und so weiter, weil sie das auch immer brennend interessiert hat. War sie Hast da schon, schon, war sie. war sie damals schon bei dir? Also, oder ab wann Nee, seid ihr den Weg dann nee, nee, zusammen nee. gegangen? Also, 3 Jahre jetzt, 3 Jahre ah, jetzt. okay. Aber trotzdem fand sie das immer interessant, weil ich halt auch viel Scheiße erlebt habe, ne? Also wirklich kein Geld verdient, wusste nicht, wie man richtig über die Runden kommt und so weiter. Hatte meine Tante, die mir viel geholfen hat. Und ja, irgendwann kam dann der Wendepunkt, das war dann halt VfR Mannheim, wo es halt wirklich darum ging, kannst du jetzt mit Fußball überhaupt noch Geld verdienen? Oder musst du dich jetzt wirklich komplett umorientieren, ne? Und Hast du es gemacht? Hast du dich tatsächlich dann auch umorientiert gehabt, irgendwo im Hinterkopf schon, oder? nicht wirklich, ich habe immer nicht geglaubt. Also, es hört sich jetzt blöd an, aber ich habe immer dran geglaubt, ich kann das schaffen. Ich mache irgendwie, wird das funktionieren. Aber ich habe, wie gesagt, VfR Mannheim 4 Monate verletzt. Da hat mir Kenan einen Job beim Engelhorn besorgt und da habe ich dann tatsächlich Fußballschuhe verkauft. Was? Und Okay. das war auch so ein Punkt, wo ich dachte: Ey, willst du das dann machen? Willst du dann jetzt aufhören mit professionellem Fußballspiel oder mit den Träumen? Und willst dann irgendwie eine Ausbildung machen, willst du ins Berufsleben einsteigen oder versuchst das nochmal richtig? So. Okay. Und ich habe es versucht und Gott sei Dank, also wirklich Gott sei Dank. Deswegen blicke ich auch jetzt hier raus durchs Fenster und kann sagen, ich will die Zeit auch nicht missen, weil die mir schon viel beigebracht hat, gelehrt hat und ich weiß, dass es nicht immer rosig ist. Okay, also es ist natürlich bewegt, auf jeden Fall eine bewegte Vergangenheit, wenn du sowas dann hast, auch karrieretechnisch. Mal ein bisschen weit hergeholt, ja. Wo hast du denn in deiner Karriere aus dem Fenster geguckt, irgendwie in so einem angemieteten Einzimmer-Apartment, in irgend so einem Vordorf von irgendeinem Regionalliga-Dorf und hast gedacht, fuck, ich habe jetzt hier einen Zettel wieder unterschrieben, ich bin jetzt hier wieder, ich will einfach am besten, am liebsten nur zu Hause sein, bei meiner Family und bei meinen Freunden und ich will das hier gar nicht machen, weil was soll ich hier? Gab es das? Und wenn ja, Das, wann? ja, das gab es wirklich in Jena. Das war direkt die Station nach VfL Wolfsburg. Da wollte ich im Winter unbedingt wechseln und dann kam ich quasi in die falschen Hände eines Fußballberaters. Und der hat mir natürlich alles erzählt, was ich in meinen jungen Jahren hören wollte. Und habe in Jena unterschrieben, da habe ich überhaupt nicht hingepasst. Ich hatte Heimweh zum ersten Mal nach der 2,5 Jahre Wolfsburg-Zeit, weil es ging wirklich alles sehr schnell. In der Zeit ist dann auch meine Oma verstorben und die mich großgezogen hat. Und da wollte ich eigentlich wirklich nur nach Hause. Und deswegen kam der Wechsel dann zu Wormatia Worms zustande.
Also Ich sag Hauptsache das wieder nach jetzt, Hause, so, also ich wollte nach dieses. Hause in die Gegend, ich wollte meine Freunde sehen, ich wollte das quasi nachholen, was ich so in der Jugendzeit verloren habe. Hört sich jetzt auch blöd an, ne? Aber das hat mich halt alles, Familie, Freunde, das hat mich halt alles nach Hause getrieben. Und als du in Worms dann gespielt hast, hast du quasi zu Hause gewohnt und bist dann ins Training gependelt sozusagen. Genau. Jeden Tag, es waren immer 50 Kilometer. Und wieder zurück. Und das habe ich dann quasi ein Dreivierteljahr lang gemacht und hatte dann das Glück, dass Fortuna Düsseldorf kam. Damals aufstrebender Verein, dritte Liga, das hat wieder alles gepasst und da habe ich gemerkt, hey, wenn du Fußballprofi werden willst, dann darfst du nicht an zu Hause denken, du darfst nicht an Freunde denken, sondern du musst deinen Weg gehen. Und ja, das hat mir Fortuna Düsseldorf nochmal klar beigebracht. Okay. Fortuna Düsseldorf, danach ist Fortuna Düsseldorf ist ja in dieser Grauzone, über die wir gerade geredet haben. Und das war auch in Düsseldorf wahrscheinlich nicht der Fall, aber hast du, jetzt kann man ja so ein bisschen drüber sprechen, oder jetzt kann ich es ja ansprechen, ist ja ganz lange her, hast du Verträge unterschrieben, wo du dachtest, hey, wie soll ich damit überhaupt, wie soll ich kriege da normalerweise nicht mal einen Monat mit rum. Also Hauptsache, dass du irgendwo unter Vertrag bist, oder? Ja, also der Name hat mich gelockt, ne? Nicht das Geld, sonst irgendwas, sondern der Name und die Zuschauer, die da jede Woche oder alle 2 Wochen bei den Heimspielen waren, die haben mich gelockt. Also ich will nicht über Zahlen reden, aber wenn ich dir diese Zahl vorlege, dann da fällst du vom Hocker. Was für einen Verein sprechen wir? Also sagst du einen Verein? Sagst du einen Verein? Über Fortuna jetzt zum Beispiel, ne? Dann ist ja ganz offen. Okay. Dann ganz offen gesprochen, das waren auch keine rosigen Zeiten von Fortuna. Ne? Ich verstehe das auch alles. Und ich war jung und musste die Klappe halten und erstmal beweisen, dass ich für mehr Geld, dass ich mehr Geld wert bin. Ne? Und deswegen habe ich das gemacht. Hatte immer noch also habe ja gesagt, den falschen Berater, der mir dann Achso, England der war erzählt immer noch hat. an deiner Seite da dann, okay. Der war immer noch an meiner Seite. Der hatte dann gut reden, weil er mich halt quasi von Worms wieder nach Düsseldorf gebracht hat. Auch wenn das für einen schmalen Penning war. Aber boah, das war nicht einfach. Das war wirklich so, wie komme ich über den Monat überhaupt? So. Bei Fortuna Düsseldorf. Okay, das ist natürlich. Ich bin jetzt von irgendeinem anderen Verein ausgegangen, in deiner Vita, nicht von Düsseldorf. Ich dachte eigentlich, Düsseldorf, war eher so etwas Entgegengesetztes. Ja, ich muss jetzt mal auf meinen Zettel gucken. Dann spielst du gegen Tegernhausen. Was ist jetzt da? Das ist das Bild von vorhin. Ja, also was ich jetzt war, Tegernhausen tatsächlich. Ja? Und dann weißt du aber, ey, was soll ich hier? Also, das funktioniert doch gar nicht. Ich kann doch nicht irgendwo in der Landesliga am Tor stehen. Das ist für jeden Fußballromantiker natürlich toll, wenn du irgendwo auf dem Acker dann als Profi dann irgendwie ran musst oder so. Aber das macht doch mit dir im Kopf normalerweise. Das ist doch für den Kopf schwierig Ja, normalerweise. also am Ende des Tages ja, aber so während den Spielen, also auch mit den Jungs, das hat wirklich Spaß gemacht, ne? Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das Spiel an sich einfach so liebe, dass ich da auf jeden Fall, egal für welchen Verein ich da gerade auslaufe, ich will gewinnen und ich will Fußball spielen. Und das denkst du während den Spielen auf gar keinen Fall, ne? Und auch die Jungs, die haben dich wirklich unterstützt, wir hatten eine gute Gemeinschaft da in Regensburg, das war eine geile Truppe. Aber ja, aber im Endeffekt willst du was ganz anderes, ne, als hier Landesliga Mitte spielen. Also meine nächste Frage wäre gewesen, so was deine wildeste Erfahrung bis 2011 war. Wir haben eine Minute telefoniert, dann erzählst du mir, dass du beim Fasching Markus Weinzierl mit Augenklappe triffst. Ich weiß nicht, ob es noch so viel wilder geht. Es ist auf jeden Fall schon sehr wild. Ja, Also, ja, da gibt es noch ein paar Sachen, aber da müssten wir jetzt noch lange reden, bis ich die wieder alle irgendwie aus meinem Gedächtnis krame. nee, ich denke, die Story, die reicht auch so. Es ist auf jeden Fall verrückt. Es ist verrückt genug, die kann ich gut benutzen. Ja.